So, Leon, herzlich willkommen zu diesem ganz kurzen Video. Sollte nur 2, 3 Minuten dauern. Hier werden wir einfach mal bestimmte Stichpunkte durchgehen, was die Erstellung von kreativen Werbeanzeigen auf LinkedIn betrifft. Ja, LinkedIn hat sich also einiges in der Vergangenheit von Facebook, was die Benutzeroberfläche des Business Managers betrifft, abgeguckt. Aber letztendlich haben wir dort nochmal eine ganz andere Zielgruppe. Logischerweise wesentlich professioneller und nicht nur unbedingt, dass es jetzt andere Leute sein würden, also haben bestimmt auch viele LinkedIn-Nutzer auch einen Facebook-Account und umgekehrt. Aber sobald sich der ein und derselbe Nutzer, der auch ein Facebook-Profil hat, auf LinkedIn befindet, hat er wahrscheinlich einen anderen Status of Mind. Ja? Also ich nehme mal so ganz gerne als Beispiel eine Person, die du quasi mittags auf der Straße triffst während der Mittagspause in der regulären Arbeitszeit. Ja, die hat ein ganz anderes Mindset, ist vielleicht gerade hektisch drauf, ja, ist jetzt nicht so zu Witzen aufgelegt oder was weiß ich. Oder wenn du sie fragst, wollen wir kurz ein Bier trinken gehen? Gut, da gibt es auch leider auch viele Ausnahmen mittlerweile, aber und ich rede jetzt auch bestimmt nicht von London. Ja, in London, glaube ich, trinken die Engländer grundsätzlich mal eben kurz Mittag irgendwie ein Bier oder sowas. Aber ich sage jetzt mal im deutschen sprachigen Raum. Also wenn du die gleiche, eigentlich dieselbe Person irgendwie abends um 10 triffst, ja, dann ist sie vielleicht, hat viel mehr Zeit, ist auch für ein Bierchen zu haben und so weiter, hat ganz andere Interessen im Kopf und es hat eine ganz andere Mindset, Status of Mind nennt sich das eben. Und deswegen sind die Prinzipien, die Vorgehensweisen ähnlich, aber letztendlich man muss sich dann schon nochmal die Werbeanzeigen überarbeiten. Also das heißt, hier so ein paar Punkte habe ich mal notiert hier auf meinem Blog. Und da wollte ich einfach nur mal 2, 3 herausgreifen. Das sind so 14 Punkte. Emotionaler Anreiz habe ich als letztes. Ich denke mal, dass das letztendlich häufig unterschätzt wird. Ja? Denn wir haben letztendlich das ERA-Prinzip auch auf LinkedIn, funktioniert genauso. Also wenn ich sage, Emotion, Ratio. Und dann Aktion, ja, das heißt, also erstmal brauche ich einen emotionalen Anreiz, dann eine rationelle Begründung, warum ich eine Aktion durchführen, also ein CTA, ein Call to Action, Handlungsaufforderung, warum ich die überhaupt durchführen sollte, ja, also Download, macht ihr einen Termin bei uns, also bei uns ist es in der Regel ein Download von irgendwelchen, sagen wir mal, als SAP-Studien oder irgendwie sowas, S/4HANA-Transformation, Java, Quarkus versus Spring Boot oder was auch immer, irgendwelche Vergleiche und so weiter. Oder halt gleich direkt einen Termin. Ja? Oder eben nochmal so ein Freebie dazwischen geschaltet. Aber ich brauche erstmal einen emotionalen Anreiz. Zum Beispiel, hast du in letzter Zeit auch 20 Stunden und mehr an Zeit vertrödelt mit dem, keine Ahnung, Java Spring Boot Framework? Hier hast du zum Vergleich das Java Quarkus oder vice versa. Ja, das ist jetzt mal einfach so ein Beispiel aus der Luft gegriffen. Und die Handlungsanforderung, die kommt dann als zweites, aber die wird eben nur stattfinden, also umgesetzt, wenn der emotionale Anreiz gegeben ist. Ne? Also meistens ist es ein Schmerzpunkt oder eben eine Begeisterung für was. Also es ist entweder immer, es gibt eigentlich nur die zwei, Begeisterung für irgendwas oder Schmerzen. Ja, also Probleme. Und diese irgendwie zu vermeiden oder aufzulösen. Und oder eben die Begeisterung für irgendwas Neues an Informationen zu gewinnen. Also Begeisterung gewinnen oder Schmerzen vermeiden. Ja. Ja, als nächstes wäre dann wahrscheinlich, und alles, was du tust, die Story, die du erzählst oder was auch immer, die Bilder, die Videos und so weiter, zielt auf diese zwei Sachen eben ab. Ja, Infografik kann in der B2B-Welt nach wie vor sehr gut funktionieren. Also sehe ich immer wieder und ich bin auch selber, mal von mir selber ausgehend, ich finde Infografik nach wie vor sehr relevant im B2B, insbesondere auch wenn es um IT komplexe IT-Geschichten geht, ne? Da hat man mal schnell irgendwie eine Infografik aufgescribbelt, auch in irgendeinem Teams oder Zoom-Call, ja, und hat vielleicht somit einfach die Sachen einfach noch bildlich wesentlich besser dargestellt, ja, also typischen also Daten von und zu Datenbank und so weiter. Also, will jetzt schon immer mal wieder nutzen. Also auf farbliche Elemente möchte ich jetzt nicht zu sehr reingehen, weil das immer sehr individuell ist. Ja, je nach Kunde, Logo, also Kunden-CI, ja, sozusagen Corporate Identity. Ja, falls die von euch nicht von der Grafikseite kommen, also die
CI sozusagen immer kontingent durchhalten. Aufgrund des Wiedererkennungswerts, also auch das in den Bildern zeigen, wiederbilden, was jetzt im Unternehmensprofil auf LinkedIn dann gemacht wurde oder beziehungsweise auf der Webseite dann ist oder auf der Landingpage vom, keine Ahnung, Tools, Funnel-Tools wie Perspective.io oder ClickFunnels oder irgendwas Ähnliches oder EC2 oder was auch immer. Und ja, das sind also die Eckdaten, die habe ich hier in ein paar Stichpunkten einfach zusammengefasst. Und wenn euch da mehr irgendwie was interessiert, könnt ihr auch bei mir hier diesen gelben Punkt hier, diesen Button klicken. Ja, hier. Okay, jetzt habe ich es gerade verloren. Okay, egal. Dann bis zum nächsten Mal. Ich werde das Ding hier teilen auf Facebook, Twitter und LinkedIn und Reddit. Und damit ihr auch jedenfalls Zugriff drauf habt. Und dann sehen wir uns. Bis dann. Tschüss.